Hey, ich wünsche euch herzlich willkommen. Adi hat nur gesagt, dass ich dich finden soll. Dann hörte ich, dass du mit Skizzo hier hoch wolltest. Jetzt weiß ich warum. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Die Absturzstelle, die medizinischen Vorräte, das ist kein Geheimnis, Deke. Iron Mike hat mit Carlos verhandelt und abgemacht, dass unser Camp alles mit den Rippern teilt. Schwachsinn! Wie meinst du das? Ich meine Schwachsinn! Ich war da, der halbe Frachtraum ist schon leer. Alle Spuren bei der Absturzstelle führen nach Süden. Ich habe seit Monaten mit diesen scheiß Rippern zu tun. Man darf ihnen kein verdammtes Wort glauben. Jetzt klingst du wie Skizzo. Skizzo, er hat dich angestiftet. Er hat dir von der Absturzstelle erzählt. Ja, super. Hältst du mich jetzt für Skizzos Laufburschen? Nein? Wie hast du dann davon erfahren? Von einem Drifter in Copelands Camp. Wie du sagtest, es ist kein Geheimnis. Ja, klar. Skizzo will sich schon seit Monaten mit den Rippern anlegen. Er freut sich bestimmt, dass du das übernimmst. So. Wieder krass dazwischen geplappert. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Dayscorn. In der letzten Folge sind wir ins Ripper Camp, wie ihr gerade wahrscheinlich schon mitbekommen habt, eingedrungen, um da Medizin aus einer Absturzstelle von einem Flugzeug zu holen. Und das haben wir geschafft. Wir mussten mit so einem dicken, fetten Kerl kämpfen, mit so einem dicken, fetten Zombie. Ich gucke gerade, was liegt hier denn noch rum? Ach, guck mal, hier liegen noch mehr rum, die wir... Halb zerstückelt hier. Ich überlege gerade, ob der vielleicht die sogar zerstückelt hat hier. Deswegen hat sich da jedenfalls wahrscheinlich keiner hingetraut. Oder waren wir hier schon mal? Hier scheint im Klo noch einer zu liegen. Egal. Wir haben es jedenfalls geschafft, die Medikamente da rauszuholen. Ach da, guck mal hier. Alles klar. Ein Krabbelerohr, auch gut. Warum der jetzt ein Krabbelerohr gegeben hat, keine Ahnung. Ich denke mal, wir müssen jetzt wieder zurück ins Camp fahren. Oder wir müssen ihr hinterherfahren zumindest. Oh, nur nicht reinfahren. Und ja, ich hoffe, wir können Boozer retten. Jetzt mit den Medikamenten. Aber der Arm sah ja echt nicht gut aus. Der arme Arm. Der arme und der Arm. So. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ich überlege, ob ich vielleicht nochmal ins alte Gebiet fahre. Und dann noch ein paar Sonderaufgaben mache. Wir können ja immer noch... zum Beispiel in Hot Springs, glaube ich, Aufträge annehmen. Und natürlich auch bei Copeland. Und können natürlich jede Menge Nester noch räumen. Ich habe nämlich so lange das Gefühl, ich müsste mir mal eine neue Waffe kaufen. Ich hätte gerne ein Gewehr mit ein bisschen mehr Magazingröße. Das stört mich so ein bisschen, dass wir irgendwie nur so... Ich habe da mal eine Frage. Oh. Muss ich antworten? Als ich dich das letzte Mal sah, vor dem Wind, hast du Iron Mike gesagt, er kann nicht mal, weil er nicht für Überlebende zahlen wollte. Das war ein kleines bisschen anders. Oh, ich erinnere mich doch ganz gut. Iron Mike wollte mit Sklavenhändlern nichts zu tun haben. Ich bin kein... Okay. Wir haben niemanden zu irgendwas gezwungen. Was ist mit Tucker? Gilt das auch für Sie? Keine Ahnung. Man hat gedacht, dass jemand, den du da draußen aufspürst, der am Verhungern ist, tagelang nicht geschlafen hat, dass der eben nicht mehr weglaufen kann. Ne? Man hat gedacht, dass er keine Wahl hat. Aber du hast sie trotzdem nach Hot Springs gebracht. Für ein paar Campen. Jeder hat eine Wahl, Dinge. Für uns ist es auch hart, jemanden aufzunehmen, der nicht arbeiten kann. Okay, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Andauernd wäre ich hier vom Spiel unterbrochen. Was für eine Frechheit. Alles klar. William, wenn du mich hörst, du musst aufhören. Eddie, was ist los? Rosa? Hey, halt ihn fest. Was zum Teufel machst du da? Hör zu, wir müssen das tun und zwar schnellstens. Was tun? Lass das! Oh. Ich stehe ab! Nein, du wirst ihm niemals, nein, das tut ihm nicht an. Hör mir zu. Das Antibiotikum rettet sein Leben, aber nichts auf Gottes Erde rettet seinen Arm. Hör zu, du musst mir jetzt dabei helfen, oder dein Freund wird sterben. Okay. Wir verlieren ihn. Lass mich! Dick. Okay, alles klar. Komm. Hey, Kumpel.
Okay, hör zu, du musst bei mir bleiben. Halt ihn fest. Okay. Hier. Dick. Okay, Dick. Ganz ruhig. Okay. Ach, schön, alles ohne Betäubung. Oh mein Gott. Wir verlieren ihn. Nein, er verliert zu viel Blut. Ihr müsst aufhören, er verliert zu viel Blut. Gib mir den Verband. Okay. Komm schon. Halt ihn fest. Alles okay, Kumpel. Wo soll ich ihn festhalten? Festhalten, einfach so okay. Festhalten. Reiß dich zusammen und halt ihn fest. Hey, du warst gut da dran. Damals auf der Highschool dachte ich, vielleicht studiere ich Maschinenbau. Oder doch lieber Chirurgie. Ich hätte wohl Chirurgin werden sollen. Und du? Hey, okay. Hast deinem Freund das Leben gerettet. Ich fürchte, das wird er anders sehen. Ja, vielleicht tut er das. Ich muss ihm jetzt eine Infusion legen. Weißt du, keine Ahnung, wo du das Zeug her hast. Ich will es gar nicht wissen. Aber es wird viele Leben retten, Deacon St. John. Sehr viele. Ich muss Eddie helfen. Mike, beruhige dich, okay? Deacon, komm raus! Scheiße. Ich weiß Bescheid! Es ging nicht darum, ihn umzubringen. Mike, lass gut sein. Es ist vorbei. Gott verdammt, ich weiß. Wird Boozer überleben? Keine Ahnung. Aber die Ripper da draußen sind dir gefolgt. Wenn Carlos das herausfindet, wird die verdammte Hölle losbrechen. Carlos kann mich am Arsch lecken. Du setzt das Leben anderer aufs Spiel. Ich hoffe, du weißt das. Du hattest keine Wahl. Mike, warte! Das Leben anderer, 67%. Bisschen mehr Ansehen in allen Mikes Camp. Immer noch Stufe 1. Und ein paar andere Quests. Er hat eine Mission, Story-Mission, sehr schön. Nächste Mission, eine Story-Mission. Fahre zur Position. Ich muss erstmal gucken, was denn meine Weapons so machen und was auch hier mein Benzinstand so macht. 66%. Ist das sehr weit, wo wir hin müssen? Scheiße, keine Ahnung, genau. Nee, ist es nicht. Scheint nicht so weit zu sein. Okay, ich will mal gucken. Hier ist, ach, guck mal, hier ist das alte Gebiet, ja? Hier ist das alte Gebiet. Benzin? Wo ist denn der Berg? Wo ist denn unser Berg? Hier. O'Leary Mountain, genau. Hier sind wir durchgezogen. Was heißt denn noch hier? Nero Forschungsanlage. Also hier sind auch noch ein paar Sachen, die wir finden können. Kehre zu Copland's Camp zurück. Und hier gibt es auch noch infizierte Gebiete. Wie groß ist denn diese Karte überhaupt? Ja, ich glaube, das war's dann schon, ne? Also, hier oben dieser Bereich, hier unten dieser Bereich. Viel mehr scheint da nicht zu sein. Was ist denn das hier? All Mike's Farm. Auf All Mike's Farm, nördlich von Lost Lake Camp gelegen, bemühen sich Überlegende genug Vorsorgung aufzubauen. Okay. Ein Mike. Alles klar. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen Munition brauche, aber ich überlege, ob ich vielleicht. Warte mal, ich habe doch so ein paar Wölfe gekillt. Fleisch kann man wo abgeben? Hier vorne irgendwo. Da in die Richtung, da hinten. Laut Karte. Hier ist die Küche.
Mahlzeit. Was haben wir denn? Hirsch haben wir, Wolf haben wir. Ich verkauf alles. Das war's. Das gibt zumindest auch, ja gut, Vertrauen, bisschen Geld. Wie viel haben wir denn? $345. Oder Credits oder was auch immer das ist. So, ich würde gerne an meinen Schrank. Habe ich einen Schrank hier? Habe ich einen Schrank? Habe ich einen Schrank hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist irgendwie ziemlich blöd. Ricky? Hat Ricky einen Auftrag? Kein Job verfügbar. Okay. Hallo, renn mal bitte. Da ein bisschen Beute loswerden. Und labber mich bloß nicht voll. Oh, okay. Ja, ganz schön. So. Hey, schön dich zu sehen. Nice, nice. Was geht, Blair? Pistolmunition. Gewehrmunition. Okay. Ja, gut. Was haben wir hier? Etwas, was ich nicht kriege. So. Schalldämpfer haben wir noch. Alles gut. Du kommst bald wieder. Dann mal auf zum nächsten Termin, würde ich jetzt fast sagen. Oh. Warte mal. Dankeschön. Vielleicht kommen wir an der Tankstelle vorbei. Wir sind auf jeden Fall hier hoch. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte nur sagen, ich... Tut mir leid, was mit Musa geschehen ist. Ja, ihm selbst tut's wahrscheinlich am meisten leid. Annie wollte, dass du eins weißt. Hätte sie das Listenmesser nicht gehabt, würde es Musa jetzt bei weitem schlechter gehen. Ja, das hat's wohl einfacher gemacht, ihm den Arm abzuschneiden. Jedenfalls, wir hoffen, dass er es schafft. Er ist auch mein Freund. Wir hoffen, hey, das nicht, ne? Hör zu, danke für deine Hilfe, Ricky. Ich muss los, Deacon Ende. Last Lake an Deacon St. John. Hörst du mich? Ja, Ricky, was ist? Iron Mike sagt, du wärst bereit, Besorgungen für das Camp zu machen. Aber nicht für Skizzo zu arbeiten. Ja, sowas in der Art. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also, komm zur Werkstatt. Wir haben einen Job für dich. Ja, okay. Deacon Ende. Da hängen schon wieder welche rum, ey. Guck mal, hier ist komplett zu. Voll ins Schwarz. Nie nieder. Die hängen immer im Wasser rum, hä? Ist ja ekelhaft. Ich wollte gerade gucken, warum hier zu ist. Können wir nur außen rumfahren, ne? Kann man hier irgendwie rein? Das wäre irgendwie cool, wenn man hier mit diesen Dingern auch rein... Wie hat er denn hier geparkt? Wie ist das denn möglich überhaupt? Naja, ich will es gar nicht wissen. Wo ist mein Moped? Wo ist es da? ...180 Meter noch. Und hier muss irgendwo ein Nero-Camp noch sein. Zumindest ist es ausgeschildert. Hab ich ihn? Diese Scheißwölfe. Ich bin ja normalerweise nicht dafür, Hundis zu töten oder irgendwie Leid zuzufügen, aber... Eines der Camps wird's brauchen. Die greifen mich ja direkt an. Okay, hier sieht's nice aus. Danger. Extreme Force is authorized. Okay. Ich hoffe, da gibt's Benzin. Verdammt coole Brücke. Hier sieht's einfach nur cool aus. Ich liebe das Spiel einfach nur. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Schrott brauchen. Können wir nicht.
Ich muss auf jeden Fall die noch reparieren. Ja, guck mal, hier gibt es noch einen Schläger hier. Da liegt jetzt nur ein Leichensack hinten drin. Okay. Es ist so eine Standpunktsache. Mal gucken, wie wir hier kriegen müssen. Oh, es ändert sich natürlich auch wieder die Tageszeit. Ist ja auch eine Story-Mission. Da muss ja schon der richtige Tag stimmen. Und das Wetter scheinbar. O'Brien, ich bin bei einer deiner Barken. Bei welcher? Was soll das heißen, bei welcher? Dieses Nero-Funkgerät hat doch GPS, hä? Ja, klar hat es das. Okay, du bist bei den O'Lally Falls. Okay, gut, halt die Augen auf. Ein Mitarbeiter wird jeden Moment da sein. Ein Mitarbeiter. O'Brien, verdammt. Ein Mitarbeiter wird sich um sie kümmern. O'Brien, kommen. Deine Freunde sind hier. O'Brien? Das sind nicht meine Freunde. Okay, geh zu Fuß weiter. Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Einen Peilsender verwenden? Hört zu, ihr müsst das Gebiet. Nein, diesmal nicht. Ich verfolge ihn bereits. Folge der Forscherin. Sie soll ein infiziertes Objekt untersuchen. Ein Freak, der in einer Höhle markiert wurde. In einer Höhle? Du willst, dass ich bewaffneten Nero-Typen in eine Höhle folge? Bleib einfach an ihr dran. Bist du in ihrer Nähe, kann ich ihre Daten abgreifen. O'Brien, Ende. Oh, Scheiße. Verdammt, was mache ich hier draußen? Halt schon mal den Infos für dich. Frag dich. Stein bereit, ne? Ich verschwende hier echt meine Zeit. O'Brien, Ende. Ich hab was gehört. Sag was, Leute. Alles klar. Ja. Hat das noch wer gehört? Gesichert. Okay, alles gesichert. Ja, an ihr dran. Umgebungsalarm. Richtig, O'Brien. Leichter gesagt als getan. Ich verstehe es nicht. Was denn? Das mit Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Was meinen Sie? Ich meine, der Virus ist, was er ist, oder? Okay. Ja, ich bin Soldat. In der Freakshow habe ich Biologie studiert. Also erklären Sie es. Wirklich? Bitte. Okay. Wir wissen es nicht genau, aber Bluttests zeigen. Aktuelle Beweise legen nahe, dass sich der Virus über das Lymphsystem ausbreitet. Reproduziert. Bleib an ihr dran. Was zur Hölle macht er da? Genauer gesagt, er versetzt eine Reihe normalerweise schlafender Proto-Onkogene in einen aktiven Zustand. Krebs. Ich dachte, ich hätte was gehört. Sehen Sie ihn an. Sehen Sie sich alle an. Sieht das für Sie wie Krebs aus? Vielleicht eine ganz üble. Nein. Nein, dies hier ist viel schlimmer. Was meinen Sie? Dieser Virus hat eine Mission. Die Freaks sind, wie sie sind, weil der Virus sie so haben will. Was soll das heißen? Das heißt... Was heißt das? Terrorismus? Sagen Sie das mal Absicht. Ich weiß es nicht. War es das schon? Ist sie fertig? Okay, ich mache lieber einen Abflug. Können wir noch was untersuchen? Wir können sogar in diese scheiß Höhle reingehen. Was gibt's denn hier noch? Gibt's hier noch was Schönes? Oh, wir können das... Oh, hallo. So kann man natürlich auch hier durch. Das ist ja passend. Ah. Oh. Jetzt dürfen wir nur nicht hier runterfallen. Versuchen wir mal über diese Klippe. Ja, das sieht gut aus. Okay. Immer dieses Belauschen. Hui. 93%. Ey, guck mal. Richtig gut. Ich erinnere mich.
46%, ich suche nach Nero. Kehre zu allen Mikes Camp zurück. Aber ich suche noch das Nero Camp, das hier irgendwo sein soll. O'Brien, komm. Ich hab die Daten. Ich empfange sie gerade. Danke, Drifter. Wovon zum Teufel redet die da, O'Brien? Von diesem Virus oder was auch immer das ist und was er anrichten kann. Verdammt, ich will wissen, was da los ist, O'Brien. Was machen die hier? Was zur Hölle macht ihr da? O'Brien? Okay, ich melde mich. O'Brien, Ende. Oh Mann, das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Was zum... Eddie, hörst du mich? Deacon St. John an Lost Lake Krankenstation. Kommen. Deke. Hey. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Alles klar? Was gibt's denn? Boozer. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Diesen Truther-Scheiß hält man ja nicht aus, Mann. Deke, Eddie meinte, du hättest mir das Leben gerettet. Und das Anti sonst was besorgt. Weißt du? Ach, Boozer, ich, War bestimmt lustig, mich festzuhalten, während sie an mir rumsägt. Weißt du noch damals, als Jack einen Truthahn zerlegt hat bei unserem letzten Treffen? Wie das Vieh über den ganzen Tisch gerutscht ist? Ja, Boozman, das weiß ich noch. Ich spüre es immer noch, das Messer. Schlimmer als Ripper. Wenn du nicht da gewesen wärst, um mich festzuhalten. Ich weiß nicht, was passiert wäre, Dick. Ich weiß es nicht. Das ist erledigt, Boozer. Es ist erledigt. Vorbei. Ah, Dick. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja, Eddie bringt mich um, wenn sie rausfindet, dass du aufgestanden bist. Ja, ich glaube, mein Bett ruft schon nach mir. Lost Lake meldet sich ab. Hör zu, Boozer. Scheiße. Ich habe genau das Ding hier gesucht. Aber wo ist der Generator? Verband. Okay, wo ist der Generator? Der muss doch hier irgendwo rumstehen. Der Stromgenerator. Oder nicht. Gibt es auf jeden Fall einige Explosiv... Ach, guck mal hier. Benzin. Muss ich hier irgendwo hier hinter? Ach, da ist er ja. Nee, er ist es nicht. Denn der Generator? Das Camp scheint ja ziemlich leer zu sein hier. Auf jeden Fall war da eine Horde in diesem riesigen Komplex. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Deswegen habe ich hier schon alles abgeschnitten. Okay, da liegt auch noch ein Kanister rum. Was ist das? Warte, das ist was auf dem LKW. Ach, auch ein explosives Ding. Hier ist ja richtig was los, ey. Kommt mal nirgendwo rein. Hier vielleicht? Ne, ist abgeschlossen. Kein Strom. Ach, scheiße. Okay. Stell die Verbindung wieder her. Wo ist der scheiß Strom? Wo ist der Scheißstrom? Was haben wir hier? Eine Dose. Okay. Hm.
Das ist mir irgendwie alles nicht geheuer hier. Das sieht, Was ist das? Oh. Okay. Stelle die Stromversorgung wieder her. Normalerweise hängen die Dinger noch immer irgendwo am Eingang. Wer bin ich, blind wie ein Fisch heute? Muss man da hoch. Also die irgendwie im Innenbereich. Da hinten geht's her. Hier geht's her. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass das der Stromgenerator ist. Scheint ja nicht zu sein. Oder ist das irgendwie eine Extra-Mission? Ich wollte jetzt eigentlich hier nochmal so eine Spritze absahen. Ich cleveres Bürschchen. Mal wieder hier raus, ey. Wie auch immer. Ich brauche ja eh Benzin. Für mein Bike. Ah, F. Gutes Timing. Ich habe echt keine Ahnung, wo hier der Stromanschluss sein soll. Oh, warte mal, hier geht ja noch ein Kabel her. Warte mal. Hier hin? Was ist das hier überhaupt für ein Teil? Was ist das? Das ist umgekippt. Okay, das ist umgekippt. Verstehe. Ich gehe nochmal außen rum. Oh, hallo. Schrott. Also normalerweise sind diese Generatoren immer im Camp. Deswegen ich jetzt doch ein bisschen verwirrt bin. Da liegt auch so ein Nero-Typ rum. Anscheinend kann man auf andere Art und Weise den Strom wiederherstellen, denke ich mal. Ohne Generator. Oder es ist halt eine Story-Mission, ne? Also, vielleicht kommen wir hier erst rein, wenn wir hier reinkommen sollen. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Ach nee, da ist er doch! Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Wo habe ich denn mein Benzin verloren? Wo habe ich es denn verloren? Da. Na, komm schon. So. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden hier. 6 Stunden im Nero-Camp. Spaß mit Shaui. Alright. Der Endloskanister. Das sollte reichen.
Hoffen wir, dass wir alle Dinge abgeschnitten haben. Wir haben grünes Licht. Grünes Licht. Verdammte Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Oh oh. Hoffentlich ist da was drin, das die Mühe wert ist. Ah, hier. Ein Injektor. Wir haben hier wirklich alles. Gut. Ich gehe auf, okay, Ausdauer, Gesundheit, Konzentration. Ich will mich mehr konzentrieren. Altes Sägewerk Neo-Kontrollpunkt. Sehr schön. Iron Mike. Okay, und das Ende der Welt. Ich hatte immer Probleme, mich zu konzentrieren. Kann ich vielleicht einfach hier übernachten? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich komm da nicht drüber. Warum komm ich da nicht drüber? Die haben sie alle hergelockt. Oh no, oh no. Aber was habe ich denn übersehen? Das ist natürlich ein super Safe Point hier. Habe ich den jetzt schon genommen? Scheiße! Habe ich schon genommen, okay, dann. Oh oh. Ich muss hier raus. Ich muss zu meinem Bike. Und nichts hier weg. Okay, geschafft. Gut. Gut. Da war ja doch nicht alles umsonst. Gut, dass wir da einen Safe Point hatten. Der Safe Point hat mich gerettet. Das ist natürlich ganz schön krass, ne? Da scheint eine riesige Horde drin zu sein, in diesem Sägewerk oder was es war. Bis wir so weit sind, dauert das bestimmt. Aua. Ich bin's. Ibims, ein Drifter. Okay, mach auf. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Was ist unser Job? Müssen wir hier rein? Ich glaube schon. Hallo. Hey, Boos. Schlaf gut. Kannst du gut schlafen, ja? Oh, Schnauze. Ja, ganz schön viele Verwundete hier, ne? Haben wir noch irgendwie so ein Sammelobjekt oder so? Okay, warte mal. Ich muss ja zu Iron Mike oder so, glaube ich, ne? Sprich mit Iron Mike. Der ist wahrscheinlich in diesem... Camp? Müssen wir eben gucken, was wir... hier für Stories haben. Kehre in Iron Mike's Camp zurück. Okay, das haben wir. Kehre zu Iron Mike's Camp zurück. Da sind wir. Aber wo ist Iron Mike? Hatte Ricky nicht einen Job für uns? Job verfügbar. Hey, Ricky. Wie kann ich mit dir raiden? Ach, da. Hey, Ricky, du hast einen Job für mich? Hey, Deke. Ja,
Kennst du Shane Riley? Alle nannten ihn Red. Red Riley. Nie von ihm gehört. Lass mich raten. Rote Haare? Was? Rote Haare? Nein, es waren die Stiefel. Er trägt Schlangenlederstiefel in einem furchtbaren Rot. Ein ziemlicher Hingucker. Ja, klingt so. Wie auch immer, er hat Besorgungen für uns gemacht, bis ihm eines Tages unsere Camp-Punkte nicht mehr gereicht haben und er einfach Lindsay Fuller erschoss. Wen? Lindsay war vor Blair für die Vorräte zuständig. Sekunde mal, er hat eine unbewaffnete Frau getötet? Oh, sie war bewaffnet, sie hat noch nicht erwartet, dass er sie abknallt. Hörst du jetzt zu? Also, Red bringt sie um, klaut alle Vorräte und ist weg, bevor jemand mitkriegt, was passiert ist. War nicht zu finden. Ach, so ein Bastard. Bis jetzt. Er und seine Männer wurden bei Camp Pioneer gesichtet. Du musst nicht fragen, ich kann's nicht abwehren. Wenn jemand wehrlose Frauen tötet, ich weiß. Und ich wusste, du willst den Job. Ja, wie gesagt, ich erledige das. Was kannst du mir noch über ihn sagen? Nicht viel. Warte, er kaut Tabak. Er soll so abhängig sein, dass er Zigarettenstummel sammelt, den Tabak rauspult und ihn dann kaut. Ach, das ist ekelhaft. Jetzt habe ich zwei Gründe, ihn zu töten. Ja, aber sei vorsichtig, Deke. Okay. Gut. Spüre Red Riley auf. Will ich aber gar nicht. Hier ist das Kriegsrecht aus. Hier ist Krieg ausgebrochen. Ich suche noch Iron Mike. Da haben wir schon wieder die Mission weggenommen. Wie komme ich eigentlich schnell auf Stories hier? Nichts davon stimmt. Erinnere dich. Oh, können wir auch machen. Kehre zu Copeland, kehre zu Hot Springs. Oder haben wir den Job schon gemacht? Oder mussten wir das machen? Egal, ich will die Hauptstory machen. Nichts davon stimmt. Storyaufgabe.